Moin, Mario hier, willkommen auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zur Corvette Stingray. Und ja, hier, Pack 8, Paket 8 ist gekommen. Und das geht folgendermaßen los bei der Bauphase 60 bis Bauphase 61. Und ja, das werden wir uns dann heute mal antun. Ich habe nochmal die Elektronik getestet und sie funktioniert noch nach so langer Zeit nach dem letzten Video. Ja, wir werden das mal auspacken. Und zwar geht es hier, nur mal die Maus nehmen, weil die Bauanleitung gibt es als PDF. Paket 8, Bauphase 60 haben wir dann das Zusammensetzen der Fußmatten. Und da bekommen wir natürlich selbige, die Fußmatten und natürlich auch Teppich, also Flauschi für die Fußmatten. Hier schön Flauschi, Flauschi. Das lege ich hier mal so schön auf meinen Basteltisch. Dann wechseln wir mal die Kamera und ich kriege das hier nicht. Ich kriege diese Tasche, kriege das nicht auf. Aber irgendwann schaffen wir das schon. Ja, ich würde sagen, wir legen los und werden dann ja, mit der Bauphase 60 starten und das geht bis Bauphase 71. Also haben wir jede Menge zu tun. Hier haben wir dann nun die Fußmatten. Ja, können wir die schön sehen. Hier steht auch schön Corvette drauf. Und die dazugehörigen Flauschis. Und gehe ich recht in der Annahme, dass wir jetzt die Trägerfolie entfernen und dann das Ganze zusammensetzen, zusammenkleben. Genauso werden wir das jetzt machen. Dann nehmen wir ein scharfes Messerchen. Oder zumindest ein spitzes, ne? Das Trägerpapier entfernen. Da müssen wir hier natürlich darauf achten, schön vorsichtig, darauf achten, dass wir das Corvette-Logo hier freilassen. Deswegen haben wir hier den Ausschnitt. Ich weiß wieder nicht, wie ich anfangen soll. Nämlich da, also da anfangen, wo es hingehört. Und dann zack, flauschi ruff, Fußmatten fertig. Schöne Fußmatten. Schöne Fußmatten. So, das machen wir mit der anderen auch. Jetzt weiß ich nicht, welches die linke oder welches die rechte ist. Das wird sich aber dann später auf jeden Fall ergeben. Man kann das auch so machen, indem man das nicht ganz abtrennt und dann erst einmal dort fixiert, wo es soll. Nicht so wie ich eben. Bis dahin quasi festklebt. Oh, jetzt habe ich einen Millimeter verrutscht. Mal sehen, hoffentlich kriege ich das kontrolliert, würde ich gerade sagen, korrigiert. Wenigstens ein bisschen. Oh. Zack. Einmal frei. Haben wir hier schön die Fußmatten. Dann suchen wir uns natürlich schon die Bauphase 62 raus. Nein, erstmal die 61. Erstmal die 61. Da holen wir mal die Teile raus. Da gibt was zu schrauben. Da gibt es was zu schrauben. Oh. Ich wollte jetzt eigentlich nicht hier stundenlang rumknistern. Dann schneiden wir jede Kammer für sich auf. Dann können wir gleich mal in der Anleitung sehen, was wir hier bekommen. Ich kann es mir schon denken. Das sieht verdammt nach einem Schaltknüppel aus, nach einer Mittelkonsole. Und was sagt die Bauanleitung? Das Gaspedal. Das ist das Gaspedal. Das ist das Gaspedal. Dann Mittelkonsolenverkleidung. Ein Schaltknauf.
und Schalthebel. Schaltknauf und Schalthebel. Der Schaltknauf ist hier eine kleine Kugel. Aufpassen, dass sie nicht verschütt geht. AP, JP, FP Schrauben. Dann haben wir hier die Abdeckung für den Schalthebel und die Handauflage. So, dann werden wir als erstes erstmal hier den, das sieht da aus, als wenn da Gewinde drin ist, raufschrauben. Nehmen Sie den Schalthebel und den Schaltknopf, seien Sie bei der Handhabung der Kleinteile vorsichtig, damit Sie sie nicht verlieren. Stecken Sie den Schaltknopf auf das Ende. Also einfach raufstecken. Jetzt muss ich nochmal schauen, wo ist das Löchli. So. Und der geht, ja, ich würde jetzt nicht sagen schwer, aber man merkt einen kleinen Widerstand und wenn er drauf ist, dann hält er auch. Ne? Gut. Haben wir den schon mal angebracht. Denn, ich wollte gerade sagen, aber dadurch, dass das hier so ein Plastik ist, wir müssen ja sowieso nur so durch, weil wir hier so eine Nupsis dran haben, müssen wir den einmal hier durch den Sack durchstecken. Ja, so sieht das dann aus. Dann nehmen wir die Verkleidung für die Mittelkonsole und legen das dann hier rein. So. Dann können wir hier schon mal schalten, schalten und walten und auch schön rumrühren. Viele kennen das gar nicht mehr, die fahren nur Automatik. Und die sollten lieber nicht rumrühren. So, weiter geht's. Wir brauchen die Mittelkonsole. Nicht die Mittelkonsole. Jetzt muss ich erstmal hier den Innenraum aus dem Modell holen. Das machen wir natürlich gerne, das schöne Rot. Und werden das dann hier rauf katapultieren. Im Zweifelsfall haltet den Schaltknopf ruhig einmal so fest. Und dann kommt das hier, der Nupsi soll hier rein. Nee, da gar nicht. Warte mal, andersrum muss das Ganze. So rum muss das doch. So. Und dann muss die Kugel hier rein. Die anderen Sachen wollen wir ja zum Verschrauben haben. So. Aha. Jo, 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 jo. Wo fahren wir denn hin? Wir benötigen nun einen Schraubendrecker und drei JP-Schrauben. Einen Schraubendrecker haben wir hier. Die JP-Schrauben sind auch da. Dann halten wir die Verkleidung der Mittelkonsole fest. Und dann schrauben wir das einmal hier fest. Weil hier unter sitzt die Kugel. Nicht so jetzt raufdrücken, bitte. Das ist hier alles aus Plastik. Lieber, ne, die Hand da unterhalten. Ich habe aber nicht gesagt, ihr sollt euch in die Hand schrauben. So, einmal frei. Haben wir das schon mal erledigt. Das Gaspedal. Das Gaspedal. Das kommt jetzt hier hin. Hier haben wir nämlich ein kleines Loch. Soll jetzt hier, hier ist so ein kleiner Halbmond frei in der Verkleidung der Mittelkonsole. Da soll das genau hin. Guck mal, da hat das reingenupst. Und mit welcher Schraube? Mit welcher? Eine AP-Schraube. Eine AP-Schraube. Werden wir das Gaspedal jetzt befestigen. Das müssen wir dann so festhalten. Dann von hier unten festschrauben. So.
Jetzt ist es da wieder rausgenupst. Aber ich denke mal, das ist jetzt hier kein nicht dramatisch. So. Dann kommt die Armstütze oder die Handstütze. Da haben wir hier zwei Schraublöcher, ein Nupsi-Loch. Hier haben wir ein Nupsi, zweimal zum Verschrauben, zack, hier ruf und FP-Schrauben. Nur noch die haben wir übrig. Da gehen wir mal, denke ich, recht in der Annahme. Bauerleute, mal weiter scrollen, genau, dass die FP-Schrauben dann hier von der anderen Seite reinkommen. Dann, wenn einem das dann nicht alles aus der Hand flutscht. Das sieht aber schön. Das sieht schön aus. Auch wenn das aus Plastik ist, sieht das schön aus. So, dann sind wir damit schon fertig. Wir können ja mal trotzdem die Fußmatten. Also das ist die rechte, die kommt hier hin. Wieso kann die nicht hin? Hä? Aber das sieht jetzt komisch aus. Warum soll das? Also das sieht jetzt hier irgendwie noch nicht so. Dann warten wir lieber die Bauanleitung ab, ne? Weil das ist nicht die, das ist eigentlich die rechte. Und ich hätte jetzt gesagt, die muss hier vorne, ja vielleicht wird die nachher hier so noch gebogen. Da, so muss die hier nachher rein. So. So weit kommt die hier. So. So weit, so weit. Müssen die hier nachher hin. Wunderbar. Dann kommen wir zur Bauphase 62. Und wir können schon erahnen, was es hier gibt. Es gibt den ersten Sitz. Wir haben ein Sitzpolster und einen Schaumstoff. Und der Schaumstoff ist sehr dünn. Das wäre dicker etwas schöner gewesen. Und das war es dann schon mit der Bauphase 62. Dann kommen wir zur Bauphase 63. Mal gucken, ob ich die richtige Tüte gleich habe. 63. Und wir sehen schon. Wir können es sehen. Wir machen weiter mit dem Sitz. Und zwar die Sitzpolsterbasis. Dann eine Basisabdeckung und dann FP-Schrauben und PP-Schrauben. So, dann geht das schon mal los. Werden wir das als erstes hier reinsetzen. Also überall untersetzen. Das heißt, wir müssen hier die Laschen. Wir müssen doch nur den Nippel durch die. Nein, müssen wir nicht, aber wir müssen. Oh, das ist ja interessant. Also wir müssen mit dem Nupsi hier durchs Loch. Also, dann werden wir erst einmal so schräg ansetzen, dass wir da durchs Loch kommen. Dann haben wir hier auch den Nippel über die Lasche. Da auch. So, und jetzt heißt das hier so weit auseinander biegen, dass wir weit genug runterkommen und haben wir tatsächlich geschafft. Haben wir tatsächlich geschafft, ohne was kaputt zu machen, ohne Problemskis. So, das und das und das, das habe ich. Und jetzt nehmen wir PP-Schrauben. Wir nehmen jetzt PP-Schrauben. Und dann wird das befestigt hier. Gummilaschen in die Plastikschraublöcher. Deswegen war das Sitzpolster auch nicht ganz so dick.
Für mein Geschmack hätte das aber trotzdem etwas dicker sein dürfen, weil, wenn man schon ein bisschen älter wird, dann mag man weicher sitzen und weich ist das nicht. Nee, ist ja auch eine Kopfwert. Ne, so wie wir Spaß haben und nicht weich sitzen. So. Dich ruf, die will nicht so was, als ich will. So. Dann haben wir ja noch FP-Schrauben. Die holen wir schon mal raus. Und was sagt die Bauanleitung mit den FP-Schrauben? Wir setzen den jetzt hier rüber. Und zwar so, dass die beiden Nupsis zu sehen sind. Setzen wir jetzt hier so rauf. Und dann 1, 2, 3, 4 Schrauben rein. Ich zeige euch hier heute gnadenlos alle Schrauben. Gnadenlos. Hier sind ja nur noch zwei für diese Ausgabe 63. Guck mal, ne? Wir haben schon die vierte Ausgabe. Also haben wir schon die vierte. 60, 61, 62, 63. Einmal frei. Dann kommen wir zur 64 und ich hoffe inständig, es geht mit dem Sitz weiter. Hier, 64. 64 ähnelt der, was war das? 62. Also wir haben heute mehr Plastikmüll als Plastik zu verbauen. Aber das ist dann eben so, ist halt Part Work. So, auch Flausche hier rein. Ich habe noch nicht mal eine Bauanleitung geguckt, aber das kann ja gar nicht anders sein. Genau. Und zwar ist das die Rückenlehne des Sitzes und der Flauschi dazu, ne? Der Schaumpolster. Dann kommen wir zur Bauphase 65. Das haben wir hier. Und da sehen wir Basis für die Rückenlehne des Sitzes, Abdeckung für die Rückenlehne des Sitzes und Schrauben. So, und da handhaben wir ähnlich, nur dass wir hier nicht an der Seite da so rein müssen. Also hier müssen wir nur die Laschen über die Nippel. Ne? Nicht erstmal den Nippel durch die Lasche ziehen, sondern die Lasche über die Nippel. So, manchmal weiß man, warum Videos nicht für Kinder geeignet sind. So, PP-Schrauben rein. Also der Sitz hatte schon, haben wir richtig mitgezählt, vier Ausgaben. Hatte er. Jetzt können wieder die Kritiker sich melden und sagen, kann man doch nicht mehr in eine Ausgabe reinpacken, was das für Geld kostet. Ja, das kostet Geld, das stimmt. Also man kann kein Abel und ein Ei dafür geben, man muss schon Geld dafür bezahlen. Aber am Ende zählt das Gesamtergebnis. So, das wird dann hier noch aufgesteckt, hoffe ich doch. Ja. So, dann kommen wir zu 66. Die 66 hatten wir schon. Die 66, nein, die 66 hatten wir noch nicht. Aber wir hatten das schon mit den Schaumpolster. Das werde ich dann eben alleine machen. Das werden wir, dann wird das jetzt nämlich so weitergehen. Bei der 67, wir werden jetzt den rechten Sitz bauen. Und wenn sich dann was ändert, und zwar, lass mich gucken, es geht jetzt bis zur Ausgabe 68. In der 69, nein, kommt das immer noch. Und wir hoffen in der 70. In der 70, wir sehen uns in der 70 quasi wieder. Also ich verlasse euch nach der Bauphase 65, Start der 66. Und wir sehen uns in Bauphase 70 wieder. So.
Hier haben wir die Teile für den ersten Sitz, hier die Teile für den zweiten Sitz. Und ich kann keinen Unterschied erkennen. Das heißt, die sind beide identisch. Hier steht links, rechts. Also alles das gleiche, aber wir werden das so hinlegen. Das waren die vier Ausgaben, das waren die vier Ausgaben. Jetzt sind wir also 66 bis 69 und 61 bis 65 oder 62 bis 65, ist egal. Ist erledigt, das ist erstmal wichtig. Dann haben wir Bauphase 70, die Teile dafür. Schepper, Schepper sind jetzt hier. Und zwar bekommen wir linkes Sitzscharnier L1 und L2. L1 und L2. Dann rechtes Sitzscharnier R2 und R1. Klingt logisch. Schön aus Metall. Dann haben wir diese beiden. Ein Stellhebel für den linken Sitz und ein Stellhebel für den rechten Sitz. So. Kann ich hier irgendwo sehen wegen links und rechts? Nein, hier sind nur Stifte dran. Ne? Die kann ich in der Bauanleitung, das kann ich nicht richtig sehen. Also das ist für den rechten, der so rum ist. Und der so rum ist, ist für den linken. Also Lupsi zeigt nach links, Bogen nach oben ist links, Bogen nach oben, Lupsi nach rechts ist für rechts. Dann haben wir zwei Sicherheitsgurte mit Schnalle, mit Ilse-Bilse-Gürtelschnalle. Ja. Einmal ist er ein bisschen länger, ob das so beabsichtigt war, ich weiß es nicht. Und dann haben wir Sicherheitsgurte mit einer Zunge. Mit der Zunge. Und die haben wir hier beide. In der Bauanleitung sehen sie unterschiedlich lang aus. Hier sind sie. Ja, fast gleich lang. QP und RP-Schrauben sowie SP-Schrauben. Was dürfen wir nun tun? Wir nehmen die Rückenlehne aus Bauphase 65 oder 69. Wir nehmen die aus 65. Erstmal müssen wir das ein bisschen hier. Wir brauchen ja Bastelplatz, damit wir haben Bastelspaß. Die Rückenlehne aus Bauphase 65 und nehmen L1. L1 haben wir hier. Das legen wir so hin. Und dann kommt das. Hier ran. So, dass die glatte Seite nach außen ist und die verschrumpelt, also nicht verschrumpelte Seite, aber hier wo L1 steht, auf diese Seite. Und das wird mit QP schrauben. Nicht mit Coupé, sondern mit QP. QP. Nicht Coupé, Coupé, sondern QP. Ach, was ich erzähle hier schon wieder Blödsinn. Das wird dann quasi hier angeschraubt. Da brauchen wir natürlich noch eine von. Und wenn wir L1 genommen haben, dann brauchen wir jetzt, ne, genau, R1. Aber ich gucke erstmal in die Bauanleitung. Ich habe da noch nicht weiter reingeguckt. Wir gucken in die Bauanleitung. Und nehmen jetzt R1. Sagt er ja, ne? Hat er gesagt. Hat er gesagt, gesagt. So. Auch hier. Ausrichten. Und die Schraube drin. Und dann eine zweite Schraube ebenso. Eine zweite Schraube ebenso. Anschließend nehmen wir dann die Sitzfläche, halten das hier so rüber und ein schöner Liegesitz, ne? Und dafür brauchen wir jetzt RP-Schrauben. Oh, jetzt müssen wir aufpassen. Also nach Q kommt R. Ist ja auch richtig so. So, dann schauen wir, dass wir hier. Achso, wir müssen hier oben rauf.
Ne, hier so oben rauf. Sonst kommen wir hier nicht an den Nupsi. Und Schraube rein. Eine weitere, nicht QP, sondern RP-Schraube. Ich hätte eben fast eine. Und die kommt dann auf der anderen Seite rein. Und wir können den Sitz ein bisschen nach vorne klappen. Wieder nach hinten. Nach vorne, nach hinten. Nach vorne, nach hinten. Nach vorne, nach hinten. Die Platte hat einen Sprung. So. Jetzt sollen wir erst die Gurte machen. Wir machen erst den anderen Sitz. L2. Dann brauchen wir die Rückenlehne. L2. So. Jetzt kommt das Ganze als Prüfung ohne Anleitung, ob wir das auch hinbekommen, ohne in die Anleitung zu schauen. Ich müsste sonst viel zu weit vorscrollen. Aber er sagte mir jetzt, ich soll jetzt die Gurte machen, aber ich wollte erstmal schnell die Sitze einmal fertig machen. Damit dieselben Bauschritte einmal quasi erledigt sind. Dann nehmen wir schon eine RP-Schraube, Rad hier oben rüberlegen und dann hier rauf. Und das Ganze auf der anderen Seite natürlich auch. So. Einmal frei. So. Und auch hier funktioniert das Ganze. Okay. So, nun nehmen wir dann wieder den ersten Sitz und haben dann den Anschnaller mit der Zunge. Den Gurt mit der Zunge. Auch eine RP-Schraube, davon haben wir nämlich noch einige. Und nehmen jetzt nicht die eckige Lasche, nicht die eckige Zunge, sondern die runde Zunge. Und die schrauben wir jetzt hier in dieses Loch, was wir vorhin da durchgesteckt haben durch den Gummi. Da schrauben wir jetzt die RP-Schraube rein, quasi den Gurt fest. Oder vielleicht nicht ganz fest, gucken gleich mal. Vielleicht ist das ja gar nicht mal so schlecht. Also die Schraube geht auch nicht so weit rein. Sie sperrt schon ein bisschen, wird schon ein bisschen schwer. Dann müssen wir das ja auch nicht ganz festdrehen, damit das noch ein bisschen beweglich ist. Und jetzt kommt's. Das habe ich mir gedacht. Und auch eine RP-Schraube. Das ist jetzt für den Fahrersitz. Warte mal. Warte mal, warte mal. Das müsste jetzt für den, genau, für den Fahrersitz sein. Dann nehmen wir den etwas längeren, weil der Fahrer ist nach meinen Erfahrungen immer ein bisschen dicker. So, jetzt kann der Shitstorm losgehen. Da können ja nur nicht alle so ein Hungerhaken sein, ne? So. Jetzt haben wir hier Zunge und Lasche. Vielleicht können wir das ja sogar zusammenstecken. Also ja, nicht wirklich. Könnte das jetzt hier so rein, aber das bleibt nicht stecken.
Aber es muss es ja auch nicht. So, jetzt gucken wir uns den zweiten Sitz an. Ach so, warte mal, da kommt noch ein, da kommt noch ein, da kommt noch ein. Und zwar mit L gekennzeichnet. Wir brauchen jetzt hier das L, den Sitzversteller. Und zwar wird der jetzt hier nur so reingesteckt. So, ist das jetzt richtig rum? So sieht das auch aus. Das ist für den linken Sitz, den Vordersitz. Hier. Ja, die Gurte sind nicht fest, ne? Die Schrauben sind nicht fest, die sind lose. Hier kommt dann der Fahrersitz. Ach, den sollen wir tatsächlich schon anschrauben? Nein, das machen wir noch nicht. Wir nehmen jetzt erst hier von dem anderen und bauen bei dem anderen die Gurte ein. Und zwar kommt jetzt logisch das genau andersrum, dass wir mit der Schnalle kommt dann auf die linke Seite, quasi die Innenseite, der Anschnaller, und die Zunge kommt dementsprechend dann auf die rechte Seite. Kennt ihr das auch, wenn ihr so ein bisschen fummelt und was treffen wollt, zielen wollt, dass ihr denn die Zunge ausgucken lasst? Dann nimmt man das auch ordentlich trifft. So, gut, das hätten wir. Halt, hier kommt jetzt der Versteller auf die rechte Seite. Auch nur reingeschnupselt. So, schön aufpassen. Ja, das ist dann der Versteller. Und dann kommt er hier hin, der Sitz. So, die Sitze werden nämlich jetzt auch eingebaut. Dafür haben wir nämlich SP-Schrauben, gern genannte Hütchenschrauben. Dann müssen wir den Sitz hier schön halten. Und dann kommen die Hütchenschrauben hier rein. Ich will das mal nicht ganz so festmachen, damit wir nachher noch ein bisschen hin und her drehen können. Also die Sitze sehen, ja. Das sind immer so Details von den Autos, von den Modellen, wo man dann sagt, Mensch, schön. So habe ich den jetzt. Das habe ich jetzt, glaube ich, zu fest gemacht. Nee, nach vorne geht er ja gar nicht mehr. Der geht ja nur noch nach hinten. Dann hätte ich ja nur noch nach hinten rutschen können. Nach hinten rutschen geht noch. Nach vorne nicht. Nach hinten. Von vorne nach hinten, von hinten nach vorn. So. Das sieht doch toll aus. Das sieht doch toll aus. So, hier auch die Nupsis treffen. In der Schiene. So, einmal vorsichtig absetzen, dass ja nichts passiert. Und gern gesagt, nicht jetzt so drauf rein, rauf rumschrauben. Hebt euch das Ganze an, dass die Gewalt in die Hand geht. So, Gurte nochmal zurück. Wo ist der Ende? Wo ist der Ende? Gut. So, hier, so, zack, zack. Zigeuner. Ja. So, viel weit nach hinten geht das auch nicht. Wir sind jetzt hier schon, wie man sehen kann, am Anschlag. Also man kann die Sitze jetzt nach vorne schieben. Ne, einen halben Zentimeter und nach hinten. Nach hinten ist natürlich am besten. So, Einbau der Sitze. Wir sollen immer noch nicht. Ich würde ja zu gerne hier diese Fußmatten. Aber ich glaube, die müssten theoretisch, ich weiß ich nicht, aber normal mit doppelseitigem Klebeband. Sonst halten die ja so nicht. Aber ich will gerne mal die Figur hier reinsetzen. Und wer ist denn besser geeignet wie Harley Quinn? Oh, jetzt ist die mir auseinandergefallen. Ach, du grüne Neune. Nicht, dass ihr jetzt den Slip gesehen habt. Oh Mann.
Dann wird das Video gesperrt. Was denn hier kaputt? Wieso geht das nicht? Ich wollte es wenigstens mal so ein bisschen andeuten. Ne? Hier. Da. Passt mit dem roten Kleid, ne? Ups. Pff. Scheiße. Wieso ist die jetzt kaputt? Das gibt's doch gar nicht. Wir hatten auch jemanden anderen, ne? Aber warte mal. Zu viele Waffen wollen wir nicht zeigen. Wir hatten noch jemanden anderen zum hier sitzen. Ne? So, geht dann auch. Also man kann, ja, die Hersteller machen es ja leider nicht. Man könnte ja auch mal Figuren dazu geben, die dann auch da drinnen sitzen können. Ne? So, das war's mit der Bauphase. Was waren das jetzt überhaupt? Ach so, die 70. Und das heißt, als nächstes wird die 71 folgen. Die hatte ich ja schon mal ausgepackt oder rausgeholt. Hier ist die 71. Oh, da muss ich mit der Zoomung mal ein bisschen alles gehen. Gucken, ob das hinhaut. So. Müssen wir so. Und schneiden wir das Ganze mal auf. Hier kommen allerhand Sachen zum Vorschein. Oh, es knistert schon wieder. Es knistert schon wieder. Was? Zwei Wagenheber oder eine zweiteilige Wagenheber? So, alles raus? Ja. Das werden wir mal erstmal in der Bauanleitung kontrollieren, ob wir alle Teile haben. So. Wir bekommen Zusammenbau der Tankabdeckung. Aha. Tankabdeckung, Tankabdeckung. Also Tankabdeckung ist das hier. Achso, das kommt denn hier hinten irgendwie bestimmt. Wagenheber Teil 1 und Teil 2. Eine Feder. Teppichstück 1, Teppichstück 2. Oh Gott, Teppichstück 1 ist das hier. Das ist Teppichstück 1. Teppichstück 1. Teppichstück 2 ist der. Teppichstück 3 ist dieses hier. So LP-Schrauben gibt es auch. Dann Teppichstück 4 und Teppichstück 5. Wow. Nun geht aber los. Dann haben wir Wagenheber-Sticker plus ein Ersatzsticker. Sind hier. Und Warnsticker inklusive ein Ersatzsticker. Und LP-Schrauben, die hatte ich schon benannt. So, jetzt geht es los. Zusammenbau der Teppichabdeckung. Zusammenbau der Tankabdeckung und dann mit den ganzen Teppichschnulli. So, wir fangen an, wir nehmen das, drehen das um und werden dann hier, weiß ich nicht, wie ich jetzt am besten anfange. Erstmal den oder erst den hier rüber und den hier rüber. Der muss ja so rum. Hier rum ist das am besten. Wenn ich das richtig hinkriege, dann ist es so rum vielleicht. Aber ich glaube, so rum ist besser. Wir machen das so rum. Wir machen erst den. Dann kommen hier nachher die Aufkleber rein. Legen Sie die Teppichstücke probeweise. Bevor Sie anlegen, nehmen Sie die Abdeckung und die Teppichstücke 3, 4 und 5. So, dann fangen wir einfach mal mit 3 an. So, nun geht das los. Nun geht das los. Das Trägerpapier entfernen. Macht das vorsichtig. Hier ist nämlich ein schmaler Bereich. Nicht, dass der aus Versehen abgerissen wird. Oder nicht, dass sich das aus Versehen nicht dahin klebt, wo es soll. Ich gehe davon aus, dass wir hier genau an der Kante
hier an der Kante. Also der ist hier nicht so gut gelungen. Noch einmal hoch. So, guck mal. Ist drauf, das Flauschi. Ich glaube, ich nehme erst den kleinen. Den anderen kann man vielleicht nachher noch was kaschieren. Aber ich gehe ja, ich muss ja davon ausgehen, dass das passt. Ja, dass das von der Breite und so, von, dass das alles passt. So, gucken wir mal hier, dass wir hier so dicht wie möglich rankommen. Dann einmal so rum und einmal so rum. Vielleicht hätten wir den auch noch ein bisschen tiefer setzen können. Und dann haben wir noch den rechteckigen. Da gehen wir jetzt an den anderen ganz ran. Das war nicht mittig. Geht bestimmt noch besser, aber für ein Mario war das nicht so schlecht. So. Also ich werde auf jeden Fall keiner, der Teppiche auslegt, in Autos in 1:1. Aber da ist es vielleicht, nee, das ist bestimmt nicht einfacher. Never. Ah, er hat das natürlich in der nächsten Anleitung anders gezeigt. Erst den, dann den rüber und dann den. Gut, ich habe das jetzt anders gemacht. Nee, da zeigt er jeden einzeln. Also erst Probe und dann, ja, alles gut. Aber das sieht doch schön aus. Das ist wichtig. Jetzt kommt dann Teppichstück 1. Das war ja der. Der muss dann sozusagen hier hin. Aha. Warum haben wir das nicht als 1 gemacht? Kann mir das mal einer erklären? Jetzt muss ich hier so ein ungebügeltes Teil da anbringen. Jetzt haben wir hier nämlich einen Stoß, der sichtbar ist. Naja, dann ist das so. So, und dann kommt zu guter Letzt das letzte Stück Flauschi. So, das kommt dann jetzt hier ran. Kann ich euch jetzt nicht zeigen, weil ich muss jetzt hier den Stoß gucken, so gut wie möglich. Boah, guck, Flauschi drauf. Für mich einwandfrei. Achso, und jetzt kommen die Aufklebers. Jetzt nehmen wir erst einmal für den Wagenheber. So, oh, hier muss ich noch was abmachen. Für den Wagenheber. Und der kommt so rum. Also dieses hier. Jacking Instruction. Das schwarze wird nach oben, also nach so. Der kommt jetzt hier rein. Na, einmal frei. So, und wie kommt der andere? Achso, ja, muss ja auch zu lesen sein, ne? Ich würde sagen, tu mir bitte den Gefallen und geh da vernünftig ab. So.
Na, das ist doch mal was. Das ist doch schön. So. Dann nehmen wir den. Und das muss jetzt hier so rein. Aber dann, wenn er das jetzt aufmacht und liest, oder geht das nach hinten auf? Ich will das nicht. Jedenfalls haben wir hier 1, 2, 3, 4 Nupsis, 1, 2, 3, 4 Löcher. Das heißt, wir müssen das jetzt so dahinter fummeln. Und dann die Löcher treffen. Sie hat geknuggelt. Ja, Fußmatten sind rausgefallen. Da muss es hier noch knuggeln. Und da auch geknuggelt. Hier ist irgendwas. Hier hat das nicht geknuggelt. Und dann muss hier das aber wieder ein bisschen hoch und zusammen. Von dieser Querwand, das passt jetzt mir hier nicht so richtig. Könnten wir die Schraube hier nochmal lösen, dass das richtig sitzt. Und dann die Schraube nochmal wieder reindrehen. So. Einwandfrei. Aber hier ist eine Schraube, hier ist noch eine Schraube zu sehen. Da kommt vielleicht der Wagen hier wieder hin, ne? Die Sicherheitsgurte. Bitte schnallen Sie sich an! Dann giftet in Punkt. So. Gut, einmal frei, würde ich sagen. Schönen Innenraum. Ein schöner Innenraum. Wir nehmen dann eine LP-Schraube. Komm mal raus. Eine LP-Schraube. So, die Aufkleber, die müssen wir natürlich noch ordentlich weglegen. Nehmen die LP-Schraube auf den Schraubenträger, nehmen die Feder. Stecken die LP-Schraube von hier durch. So. So rum. Wir halten ihn hier schön auf dem Schraubenträger. Aha, dann kommt die Feder da durch. Hier durch. Und hier habe ich ja das kleine Schraubloch erwähnt. Da wird das dann festgeschraubt. Also können wir das da durchstecken und hier die Schraube reindrehen. Wenn man dann trifft, ne? Wenn man daneben schraubt, dann kann das nichts werden. So, das will nicht so richtig. Dann würde ich sagen, wir schrauben erstmal die Schraube. Dass wir da richtig treffen. Erstmal nur ein bisschen, damit wir die Feder noch gedreht bekommen. Dann. Dann da durchstecken. Das ist wie eine Schlange, die sich nicht bändigen lässt, ne? Eine Federschlange. So. Jetzt können wir die Schraube noch weiter reindrehen. Dann guckt die Feder hier raus. Ja, das soll ja, soll das nachher. So, Wagenheber. Wollte gerade was Falsches, aber ich will nichts Falsches sagen. Deswegen habe ich eben so gestutzt, gestoppt. Der Wagenheber wird mittels dieser vier Nupsis und da vier Nupsi-Löcher einfach nur zusammengesteckt. Das geht so schwer, da kommt man ohne Kleber aus. So. Haben wir den Wagenheber. Der funktioniert zwar nicht. Aha. Hä?
Sollte ich die Feder? Aha. Die Feder muss hier, hier ist ein Nupsi dran. Ne? Das heißt, die Feder muss da noch rauf. Ja. Wie ich das jetzt machen soll, das weiß ich gar nicht. Die müsste man so weit zurückziehen. So, ich habe keine Fingernägel mehr. So hilft mir das jetzt hier gar nicht. Wieder zurückziehen und dann versuchen da mal drauf zu treffen. Ha, hat er. Hat er. Das war nicht ganz so drauf, wie ich das gerne hätte. Das geht jetzt irgendwie nicht. Aber man will ja die Feder jetzt nicht kaputt quälen. So, die Feder. Und jetzt müssen wir sozusagen die Feder anheben und den Wagenheber darunter durchstecken. Das am Ende. Das sagen wir mal. Ist das denn echt auch so? Vollkörpereinsatz hier. So, jetzt sitzt er. Jetzt sitzt der Wagenheber. Junge, 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 Junge. So, Wagenheber ist drauf. Gut. Und dann kommen wir sofort zur Bauphase 72. Bis gleich. In Bauphase 72 geht es um den Bau der Spritzwand und der Kupplungsumlenkungshebelbaugruppe. Wir bekommen eine Spritzwand. Motorhaubenscharniere. So, welches sind das? Diese hier. Motorhaubenscharniere. Die sehen so aus. Es geht weiter mit Motorhaubendämpfer. Das kann ja nur das sein, hier die beiden kleinen schwarzen Nupsis hier. So, wir bekommen, das machen wir erstmal, das Einfache machen, EP und FP Schrauben. Dann bekommen wir Scheibenwischermotor. Das ist er. Ein Spannungsregler, so einen ganz kleinen Nupsi. Ich glaube, wir müssen wieder ein bisschen weiter dichter zoomen. Es geht weiter mit einer Halterung, Schubstange und Querwelle. Querwelle, Schubstange. So, was dürfen wir tun? Wir nehmen den Scheibenwischermotor und setzen ihn auf die Spritzwand. Und zwar von dieser Seite. Hier haben wir zwei größere Löcher. Und da kommt jetzt dann, ne, ich, darum, da sieht jetzt so rum aus und hier so, Moment. So rum, ne, das ist eine optische Täuschung wegen dem Schwarz. Dann können wir den Scheibenwischermotor hier ansetzen und mit FT-Schrauben verschrauben. Das machen wir aber von der Rückseite. Nachdem wir kontrolliert haben, dass das noch alles richtig sitzt. Sonst schrauben wir ja ins Nirvana. So. Nicht abrutschen. Achso, wir haben hier sogar noch einen Nupsi, der reingreifen muss. Den möchte ich euch nicht vorenthalten. Das möchte ich euch auch erwähnt haben. So, Scheibenwischermotor ist quasi angebaut.
Dann nehmen wir den Spannungsregler hier in das vorgeformte Loch. Das heißt, das sieht aus wie ein Schlüsselloch und dieser Spannungsregler sieht aus wie ein Schlüssel. Den setzen wir dann da rein und der wird mit einer EP-Schraube. Das ist dann die EP-Schraube, die wir hier bekommen. Die ist nur für den Spannungsregler. So. Okay. Weiter geht's mit den Motorhaubendämpfer. Stecken Sie einen Motorhaubendämpfer in den Motorhaubenscharnier. Mit Hilfe einer Pinzette. Ja, mal gucken. Wir haben hier ganz kleinen Nupsi dran, der ist wie ein Halbmond geformt hier. Der Ausschnitt ist auch wie ein Halbmond. Und das heißt, der muss da rein. So, also das geht ziemlich schwierig da rein. Das knickt auch gerne ab. Deswegen schön vorsichtig. Und dann kriegt man das auch hin. Also einmal habe ich es jetzt geschafft. Funktioniert das auch ein zweites Mal? Die Frage aller Fragen. So, der Ansatz war schon mal schwieriger. So, dann ruhig hier gegenhalten und dann langsam reindrücken. Einmal frei. So, das hätten wir. Wir lassen das so. Wir lassen das so. Und dann nehmen wir hier ein mit dem Anschlag. Und dann kommt der hier reingesteckt. Hier sind zwei Löcher. Kommt da einen mit einem Nupsi reingesteckt und der andere dann eine FP-Schraube. Also das andere Loch. Also nochmal vernünftig ansetzen. FP-Schraube hinein. Einmal frei. Das machen wir auch ein zweites Mal auf der anderen Seite. So, dann haben wir die Motorhauben, Scharniere oder die Dämpfer hier. Also hier kommen die Scharniere sicherlich ran. Funktioniert das Ganze. Wir nehmen noch eine FP-Schraube und nehmen dann diesen hier. Der ist ja hier leicht abgeknickt. Wenn ihr den jetzt vor euch habt, muss der nach rechts gucken. Da kommt dieser nämlich hier oben rauf und wird mit einer FP-Schraube verschraubt. Also so in der Hand behalten. Vielleicht machen wir erstmal die Schraube hier durch. Wenn uns die dann nicht wegrutscht. Also mal so die Schraube durch. Und dann hinein. Oh, das ist Plastik. Schön aufpassen. Die Schraube fast ein bisschen überdimensioniert. So, so ist immer noch richtig. Also wenn ich es gleich richtig rangesetzt habe, kann das ja danach nicht mehr falsch gehen. Ne? Also ich habe echt Angst mit der Schraube, die weiter reinzudrehen. Ja, ohne Scheiß jetzt wieder zurück. Nochmal vor. Ich krieg das nicht fest. Ich müsste noch Minimum, oh Gott, warte mal, wenn das nachher so aussieht, ja so sieht das auch aus in der Anleitung, aber die Schraube ist, ich finde die zu lang. Nochmal zurück, nochmal vor. Also immer, wenn ihr merkt, das ist Schluss, lieber nochmal zurückdrehen, nochmal vordrehen. Jetzt ist, also ich lasse das beweglich. Vielleicht ist es ja auch gut so. So, dann legen wir das Ganze so hin. Und dann kommt hier auch eine FP-Schraube rein. Die Halterung. Also durch die Halterung.
kommt die Schraube rein. Dann müssen wir uns das alles so festhalten und dann kommt das hier gegenüberliegend die Halterung rein. So, auch hier. Wie gesagt, das ist Plastik. Bloß vorsichtig machen. Alles schön festhalten, schön mit Bedacht. So, die Halterung ist jetzt fest. Der andere dreht sich hier immer noch dran vorbei. Ach komm, wir versuchen noch ein bisschen. Nochmal. Wieder ein Stück raus. Und nochmal rein. Und jetzt ist es fest. So soll das dann aussehen. Und wir machen nichts weiter da dran. Und das sieht, so sieht das auch in der Anleitung aus. Genau so. Und was soll ich auch sagen? Das war die Bauphase 72. Haben wir das geschafft? Von der 60 bis zu 72. Oioioioioioioi. Dann holen wir aber noch einmal das Auto. Mit dem Kabelsalat. Warte, dann muss ich natürlich die Zoomung wieder verändern. Dass wir da... Ne, andersrum so. Dass wir noch ein bisschen mehr sehen können. So, ja, das Kabel muss ja hier so drinne bleiben. Dann setzen wir jetzt den Innenraum mal rein mit den Sitzen. Dass wir das nochmal so schön sehen können mit die Gurte. Ja. Ja, ich finde auch, das sieht auch so aus, als wenn das alles so soll. Wie gesagt, die Gurte sind ja noch nicht schön drin. Ja, die Gurte, die Fußmatten. So, was ist hier mit der Lenkung? Das wird nachher hier drüber kommen. Also noch scheint das nicht richtig zu sitzen. So, da ist ein Loch zum Verschrauben. Wo da unter ist nichts zum Verschrauben. Also kommt hier nachher natürlich noch was rein. So. Theoretisch können wir doch noch mal einschalten und noch mal gucken, ob das noch funktioniert. Achso, die Feuerschutzwand. Das muss ja hier nachher irgendwie hinkommen. Hier so. Und für das ist für das Getriebe irgendwie egal. Das legen wir erstmal hin auf die Hutablage. So, jetzt müssen wir das einschalten. Hat das gefiepst? Jetzt hat es gefiepst. Beim dritten Mal, das fiepst nämlich ganz leise und dann kann man... Ja, den starten, ne? Gas geben. Schuppen. Vom Motor machen wir wieder aus. Dann haben wir hier ein bisschen Licht. Noch ein anderes Licht. Den Blinker links. Irgendwo blinkt das. Blinker rechts, blinkt woanders. Dann haben wir noch ein Bremslicht. Und da können wir alles wieder ausmachen. Funktioniert noch. So, Kabelsalat. Alles nochmal. Ne, das mache ich jetzt hier nicht auf. Ich will ja nochmal ein paar Fotos machen für Fatzebook und das Instagram. So, hier unter ist der Schalter beim unter Moors vom Fahrer. Den müssen wir jetzt ziehen. Drücken es an. Ziehen es aus. Gut, aus die Maus. Bauphase, Ausgabe 72 auch erledigt. Das waren dann die Ausgaben 60 bis 72. Ja, das war doch Spaß. Das hat doch Spaß gemacht. Ja, auch wieder ein langes Video geworden, aber dann ist das so. Und jetzt setzen wir unsere Corvette einmal hier auf die andere Seite. Aha. Und ja, erfreuen uns der Dinge. Ja, dann mal gucken, was dann. Das war die Lieferung 8. Jetzt fehlt noch 9, 10, 11, 12. Kann ich das kaum erwarten, das Modell fertigzustellen. Naja, jetzt wollen wir erstmal warten bis Ende Februar, Anfang März, bis zur Bauphase oder Ausgabe bis zum Paket 9. Und da wollen wir uns drauf freuen. Da geht es dann mit der Bauphase 73 weiter. Was wir dort machen werden, kann ich noch nicht sagen, weil man das als PDF noch nicht runterladen und noch nicht einsehen kann. In diesem Sinne,
Ja, liebe Leute, vielen, vielen lieben Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Das tut auf jeden Fall gerne wieder. Bleibt weiterhin neugierig. Schaut wieder rein, passt auf euch auf. Das Wichtigste natürlich, bleibt gesund. Mir bleibt nur noch zu sagen, tschüss, macht's gut, ahoi und kick mal weiter in.